Hallo und einen wunderschönen Montagmorgen. Ihr hört Lore und damit den Weckruf mit Sarah. Am 10. Juli, also noch etwas mehr als ein Monat, dann findet ein Bandtreffen der besonderen Art in Lage statt. Organisiert wird der Tag unter dem Projektnamen Tonlage vom ersten Lager Fernsehen, kurz 11TV. Vor Ort werden Musiker um Camus und Johannes Meissner Jugendlichen beibringen, unterschiedliche Instrumentengruppen zu spielen. Gipfeln soll alles in einem Konzert am Abend des 10. Juli. Schon seit Jahren arbeitet 11TV mit Musikern und Jugendlichen zusammen und mit Tonlage wollen sie das Ganze nun unter einen Deckel bringen. Antje Bender aus der Musikredaktion hat sich im Vorfeld mit Johannes Kretschmann von 11TV und Johannes und Axel von Johannes Meissner unterhalten. In erster Linie, unser erster Gedanke war, dass wir so ein bisschen einen regionalen Aspekt mit einbringen wollten. Das war so ein bisschen die Projektbeschreibung. Was für uns wichtig war, dass die Jungs oder die Mädels, die mitmachen, auch mit Jugendlichen aus unserer Region arbeiten können. Auch so, dass sie es auch ausgebildete Musiker sind, die zum Teil auch selbst Unterricht geben. Music of the future. Okay, und warum habt ihr euch ausgerechnet Lager ausgesucht und nicht die Weltstadt Rostock oder Greifswald? Dieses ganze Projekt, also worüber das läuft, erstes Lager Fernsehen, ist halt ein Projekt der offenen Kinder- und Jugendarbeit der Kirchengemeinde in Lage. Und dann liegt es ja nahe, das auch in Lage zu tun. Eigentlich, das Projekt heißt ja Tonlage. Tonlage gibt es eigentlich schon seit Jahren. Ist entstanden aus einer Studio-Session. Wir haben auch bei uns in Lage ein schönes Studio. Und dort haben Bands wie Kugels Bluff oder Die Reise oder Johnny Rules mal gespielt in unserem Studio. Und wir haben in heimlicher Atmosphäre einfach mal die Bands aufgenommen. Einfach in einem sehr kleinen Studio einfach eine schöne, krasse Atmosphäre geschaffen. Und das wollen wir jetzt nochmal potenzieren. Potenzieren wollt ihr das Ganze mit Johannes Meissner, Rani und Camus. Die werden vor Ort sein, in Lage. Und jetzt hier Johannes und Axel von Johannes Meissner. Matchbox Mannequins singen. In jedem Ton sind Visionen und für Leichtigkeiten. In jedem Ton sind Visionen und für Leichtigkeiten drin. Ihr seid als Band vor Ort, ihr werdet auftreten an dem Abend auch und ihr werdet die Schüler oder die jungen Leute unterrichten. Was plant ihr ganz genau mit denen? Also man kann sich quasi anmelden in den einzelnen Instrumentengruppen. Also wer zum Beispiel eben Schlagzeugunterricht ganz besonders bei Axel nehmen möchte, der meldet sich eben bei Axel an. Cajon oder Schlagzeugunterricht bei dem Drummer von Camus machen will, der meldet sich eben da an. Und was wir geplant haben, ist eben, ich jetzt speziell beim Gesang werde halt mit den Teilnehmern, die halt da sind, wahrscheinlich eine ganze Menge Ensemblearbeit machen. Mich aber vor allen Dingen erstmal quasi orientieren, wer ist da, was bringen die mit? Ein Lied covern, kann man vielleicht auch was Neues schreiben, kann man vielleicht eher wirklich gesanglich arbeiten. Das ist für die Leute an sich ein Einstellungskriterium? Also, dass ihr sagt, so, du solltest wenigstens schon mal im Musikunterricht eine Eins haben oder was? Lage ist jetzt nicht so mit Bandlandschaft weit gefächert, sodass wir, oder sodass ich irgendwie versuche, Kinder, die einfach Bock drauf haben, mit dem Band zu arbeiten und am Ende auf einer Bühne zu stehen, die sollen kommen, die sollen einfach motiviert sein, die sollen mit Freude rankommen und den Tag bei uns verbringen, um irgendwie Musik zu machen, um Spaß zu haben, um Freude zu haben. Dann, also neben der Tatsache, dass die Schüler ja am Ende wahrscheinlich einen Song performen werden, in irgendeiner Art und Weise, tretet ihr selber auch auf. Wird das so... Also in erster Linie finde ich es wichtig, dass man eben was mit den Leuten zusammen macht, die sich dafür anmelden, weil dafür macht man eben dieses ganze Workshop-Ding klar. Wenn Leute sich da anmelden, wollen die auch irgendwie sehen, wie machen das denn die Leute, die das in einer gewissen Regelmäßigkeit machen oder sich eben auch lebensplanungstechnisch dafür entschieden haben, eben Musiker zu sein, was ja auch ganz viele unterschiedliche Vor- und Nachteile hat. Insofern werden wir ein Konzert spielen, was eben uns als Band vorstellt und uns als Musiker irgendwie den Kids und den Jugendlichen irgendwie näher bringt. Aber gleichzeitig ist es halt viel wichtiger noch, dass die eben auf einer Bühne stehen, weil darum geht's den Leuten und darum sollten sich halt auch die Leute anmelden, die Bock haben, irgendwie Input zu kriegen eben, weil ich glaube, Axel extrem viel über das Schlagzeug erzählen kann.
Wir spielen auch mit dem Pianisten Philipp Kretzer, der unfassbar viel über Klavier sagen kann. Wir spielen mit unserem Bassisten Maxi. Also wer da für sein Instrument Input sucht, der soll vorbeikommen. Ja, also ich denke schon, dass irgendwie der Abend auch so geplant ist, dass sich die Bands da irgendwie präsentieren als die Bands, die sie eben sind. Mhm. Und schon unsere Songs auch spielen, aber eben auch irgendwie mal gucken, was wir irgendwie auf die Beine gestellt kriegen. Am 10. Juli ist es soweit. Vorher am besten einfach mal auf der Homepage von 11TV vorbeischauen, um sich da auch gleich für Musikworkshops anzumelden. Wer jetzt sagt, Mensch, Johannes Meißner lange nicht gehört, haben wir jetzt für euch Johannes Meißner mit seiner Regenbogenmalmaschine.